diese Preise interessant. Ich bin also jetzt nun hier in der 7. Etage. Hatte mir ja heute eine Besichtigung der Suite vorgenommen, allerdings vorher noch schnell Mittag gegessen und werde nun also die Suite in Zimmer Nummer 1801 präsentieren für die obere Geschäftswelt. Dies ist die Zimmernummer, Black Room 1801 Suite. Man kann auch klingeln. Dies möchte ich dann auch noch mal vorführen. Bitte schön. Und nun gehe ich mit dieser Suite-Kartennummer in die Suite. Sorry, das war eine Nummer des Doppelzimmers. Hier haben wir die Suite-Karte. Und das werde ich nun ausprobieren. Aha, es wird geöffnet. Bitte einzutreten in den eleganten Flur-Suite-Bereich. Man kann also hier auch Licht anmachen, alles mit Halogen in der Decke. Dies ist auch sehr edel gemacht. Schwarzlack, Holzlack mit Silber abgesetzt. Es sind genügend Schrankmöglichkeiten vorhanden für die Kleidung, wie man sieht. Dies werde ich nun so machen. Kleidermöbel sind auch genügend. Da, das ist ja auch wichtig. Und hier nochmal ein Schrank mit Wellness-Sachen. Wenn man den Spa-Ressortbereich nutzen möchte, Wellness, Spa, Relax, Massage, alles möglich innerhalb des Hotels Delphi Diva Ressort. Ja, und nun komme ich hier in den Innenbereich, Wohnzimmer, wundervoll ausgestattet. Mit unwahrscheinlich schicken Schwarz-Weinrot-Samtbezügen mit Gold abgesetzt, wie man sieht. Ich werde nun auch mal im Wohnzimmer-Suite-Bereich Platz nehmen. Die Zimmernummer der Suite war nochmal 1801 und ist da wirklich sehr elegant eingerichtet. Man muss auch mal betonen, dass der Himmel, das heißt die Decke, voller Sterne ist. Wunderschön. Sehr schön ausgestattet. Okay, hello. Schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. My name is Selina. My name is Selim. Thank you. Is minibar service? Can I look minibar now? Minibar? Können yeah. wir gerne mal nachschauen, ja. Wunderbar. Sehr schicke Einrichtung. Ah, die Minibar wird also jeden Tag neu aufgefüllt. Super, ist alles vorhanden. Thank you very much. Awesome. Auch dieses Bild möchte ich nochmal präsentieren. Meine Güte, das ist ja wohl voll gemütlich. Sehr, sehr schick. Lädt ja förmlich zum Ausruhen, Relaxen und Übernachten ein. Okay. Ja, und meine Ritter, die warten dann auch schon auf mich. Ist doch toll hier. Na, mit denen muss man sich doch mal präsentieren. Die ganze Sache hier ist ja wirklich wie ein Schloss eingerichtet. Sehr elegant, antik. Toll.
toll. Wunderschön. Mal schauen, wo es uns hier hinführt. Ich möchte auch mal diesen ganz eleganten Marmor-Fußboden präsentieren. Mit Goldglitzer. Sieht ja wirklich fantastisch schick aus. Zeichnet sich durch diesen ganz großen Spiegel hier natürlich auch wieder aus. Hier das großzügig geschnittene Gästebad. Ebenfalls mit Toilette, Waschbecken und einem sehr eleganten großen Spiegel. Moment, der Spiegel wird gleich präsentiert. Dieser große Spiegel ist auch ein Besonderheit. Sehr schick. Ausgestattet ist die Sache wieder mit den schwarzen Marmorkacheln mit Goldglitzer. Ich habe dann eine Bitte. Ich habe eine Bitte, und zwar Licht hier. Das Licht mir netterweise mal anmachen, weil man muss ja erstmal rausfinden, wo die Lichtschalter sich befinden. Man folgt mir. Danke. Super, ich habe Licht erhalten und stehe nun mitten hier im Wohnzimmer, das heißt Wellness-Badbereich, ebenfalls mit diesem ganz großen Spiegel und natürlich der super Badewanne, was auch ein Whirlpool ist, das heißt eine Badewanne-Whirlpool. Verschiedentlich hier präsentiert und zu bedienen, möchte ich jetzt nicht ausprobieren mit Duschinstallation. Und natürlich auch Licht in der Badewanne. Wahrscheinlich auch Musik. Eine Frage. Ist auch Musik in der Badewanne? Ah, no, okay, keine Musik, die muss man sich dann halt selbst gestalten. Okay, ja, bye, tschüss. Das ist auch ein altertümliches, antikes Stück hier mit Waschbecken und man kann von diesem Bereich in den Wohnzimmer-Suite-Bereich schauen. Ich verlasse nun den Badbereich wieder. Moment, möchte noch etwas präsentieren. So, ich verlasse nun den Badbereich und gehe wieder in den Wohnzimmerbereich. Dies ist die Klimaanlage, die sich verschiedentlich einstellen lässt. Okay. Ja, hier möchte ich doch auch nochmal Platz nehmen. In dem tollen Sessel. Das ist ja wohl auch der reine Thronsessel hier. Schick. In der Türkei findet man sehr, sehr viel die antiken Möbel mit Goldverzierung. Hat also schon einen gewissen arabischen Stil. Ja, dann möchte ich dies nochmal so präsentieren. Delfin Hotels und Resorts. www.delfinhotel.com. Ich bin im Suite-Bereich. Hier nochmal ein Ritter.
Natürlich hat die Suite auch Roomservice, das heißt, man kann sich auch alles auf das Zimmer kommen lassen, wenn man mal kein Interesse hat, die Suite zu verlassen. Okay, meine Führung ist nun fast beendet. Ich werde das Licht nun wieder ausmachen. Und den Suite-Bereich gleich verlassen. Okay, so. Ich komme nun wieder zum Ausgang. Bin also nun jetzt hier wieder am Suite-Ausgang, werde die Suite schließen. Wieder runter mit dem Aufzug in den Eingangsbereich. Ich werde mich dann dieser Tage mal erkundigen, was die Suite so kostet und hoffe doch dann, mich mal mittlerweile einladen zu lassen für die Zukunft. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Am Eingang angelangt, beziehungsweise in der unteren Etage. Was ich nun auch mal präsentieren wollte, ist das interessante Dienergeschäft hier. Schönen guten Tag. Denn die Türkei ist ja nun mal sehr bekannt für sehr exklusive Ledermoden. Also möchte ich doch mal netterweise etwas davon zeigen. Schicke Teile haben Sie hier. Sind Sie der Chef? Dennis, mein Name. Bitte? Dennis. Ah, das ist der Chef des Geschäftes bzw. der Lederboutique Günnen. Günnen? Günnen. Okay. Hier die Lederteile. Sehr schick verarbeitet. Wenn das nicht reicht, hat es auch hier mit sehr schicken Pelzen zu tun. Interessant. Mal schauen. Aha, sehr interessant. Hier kann ich mal etwas präsentieren, was doch auch sehr, sehr schick aussieht. Dieses Teil hier zum Beispiel kostet 2450 Euro. Ja gut, lässt sich mit Sicherheit noch etwas verhandeln. Okay, auch sehr, sehr elegant. $1,900.
995 Euro. This is a not price. Auch etwas sehr, sehr cheap. This is not real price. Discount is big discount. Aha. Okay. Sehr schick. Oder diese Jacke ist doch auch ein edles Modell. Na, könnten wir doch auch schon stehen. Oder? Sehe ich nicht schick aus? Sieht doch toll aus. Wunderbar. Oh. Ich zeige mal eine andere. Diese finde ich also auch sehr elegant. Auch ein Tigermotiv hier. Sehr weich. Wunderschön. Sehr, sehr schicke Modelle. Hier wieder bemerkenswert, der Sessel auch mit Goldornament. Kann man also auch sehr, sehr bequem drauf sitzen. Schick! Sehr eleganter Sessel. Sehr schick. So, nun werde ich die Lederboutique wieder verlassen. Thank you very much. Wünsche einen angenehmen Tag noch. Bye bye. Meine Führung geht nun wieder in den Eingangsbereich Information und ich werde nun die Führung erstmal beenden.